Ja, servus, grüezi und hallo. Euer Mr. Key präsentiert die dritte Folge am Yamaha Genius MIDI Files Nummer 3. Ja, ich bin gleich mal am Genius hier dran, ohne dass ihr mich live vorher seht. Vielen Dank an alle, die schon Folge 1 und Folge 2 der MIDI Files gesehen haben. Und ich hoffe, ich konnte euch da schon mal einen ersten Einblick und einige Tipps geben, was ein MIDI-File überhaupt ist, was es ausmacht und ja, wie ihr schon mit MIDI-Files auch ein bisschen arbeiten könnt. Für die heutige Folge habe ich mir Folgendes überlegt. Wir gehen mal ganz ohne irgendwelche Vorbereitungen, selbst ich weiß noch nicht genau, was ich gleich spiele, lasst euch da überraschen, vor. Das heißt, ihr schaltet zu Hause den Genius an und habt im Prinzip diese Ansicht, die ich jetzt hier auch vor mir sehe. Und das erste Instrument ist natürlich das Klavier. Die Einstellung vom Klavier auf der kompletten Tastatur bis ganz oben. Ja, das wäre natürlich für ein MIDI-File auch möglich, aber wir wollen ja heute Schritt für Schritt ein MIDI-File erstellen und da habe ich mir gedacht, wir gehen das mal zusammen Schritt für Schritt durch, damit auch der Anfänger, der Einsteiger, die Einsteigerin ja, damit arbeiten kann und dass ihr dann selbst in der Lage seid, auch ein x-beliebiges MIDI-File von ja, etwas einfachen bis möglicherweise auch ganz komplexen Arrangement mit insgesamt bis zu 16 möglichen Spuren, die es bei einem MIDI-File gibt, zu erstellen. Ja, ich sagte ja, ich war heute mal nicht so fleißig und sage ich jetzt mal salopp und habe irgendwas vorbereitet, außer die nach dem Einstellen des Genius habe ich schon die Einstellung, die zuerst aufgerufen wird von Yamaha, hier abgespeichert und wir sind jetzt bei Folge Nummer 30, MIDI-File Nummer 3. Ja, als nächstes gehe ich hin und sage, ich möchte nicht diesen Style, der jetzt hier angezeigt wird. Das ist der Skypop, den möchte ich nicht haben. Der ist jetzt hier aus dem Preset-Bereich, sondern ich suche mir willkürlich irgendeinen Style aus. So, ich könnte natürlich jetzt hier in den Kategorien gucken, aber wer von euch auch die Folge Nummer 1 namens Meet the Genius gesehen hat. Sie ist natürlich nach wie vor in meinem YouTube-Kanal ersichtlich. Guckt einfach mal in die Playlist vom Genius rein, da könnt ihr das gerne auch nochmal nachvollziehen, wie ich diesen Ordner mit den insgesamt 550 internen Styles erstellt habe. Ja, ich bin jetzt hier in dem User-Bereich und gleich ganz vorne ist dieser besagte Ordner mit diesen ganzen Styles aus dem internen Speicher des Genius, so wie Yamaha das Keyboard auch ausliefert. Ja, und wir gehen mal rein und ich kann jetzt hier irgendeinen Style auswählen. Ich steppe hier mal so ein bisschen durch. Das wird natürlich alphabetisch sortiert. Und ja, wir nehmen zum Beispiel mal den Jive Nummer 1. Und bis jetzt hat sich noch nichts geändert, außer dass ich diesen Style ausgewählt habe. So, wir gehen mal in die Hauptansicht. Jetzt schalte ich natürlich die ACMP-Taste mit dazu und kann mir, ohne irgendeine Änderung gemacht zu haben, erstmal diesen Style anhören. Ja,
Man geht so vielleicht Stück für Stück die Main-Varianten vom Style durch. Gucken, was bei Main D kommt. Ja, wenn ich jetzt sage, auch netter Style, natürlich ist es auch ein toller Style, aber es gab hier noch einen zweiten. Könnte ich natürlich auch den nehmen. Fangen wieder bei Main A an. Ja, der klingt auch sehr interessant. Und spannend. Und okay, den würde ich sagen, für die heutige Folge nehmen wir einfach mal. So, auf der rechten Seite ist natürlich immer noch das Klavier. Hier sind noch Streicher auf rechts 2 oder eine akustische Gitarre auf rechts 3. Das kann man nach Belieben jetzt natürlich verändern. Das mache ich jetzt auch mal. Ja, aus dem Klavier mache ich jetzt mal ein Akkordeon und nicht das Musette-Akkordeon. Gucken wir das Skottische. Wir nehmen mal das Jazz-Cassotto. So, und das klingt zusammen so. Ja, natürlich geht auch jeder x-beliebige andere Style, ein Achterbeat, ein Marsch, eine Polka, ein Walzer, was auch immer ihr euch aussucht. Die Bedienschritte, die ich heute in diesem Video zeige, sind eigentlich immer die gleichen. Nur, wie das halt so ist, jeder Mensch hat andere Geschmäcker oder ist an einer anderen Stimmung und mag vielleicht eher was Ruhiges haben, eine Ballade oder ja, in der heutigen Folge mal was Flottes, ein Jive. So, was braucht man noch? Das Tempo kann man natürlich individuell anpassen, je nach Style, langsamer, schneller. Ich könnte jetzt hier für den Rhythmus noch für die linke Hand was dazu nehmen, eine Klangfarbe über den Left, ja, Klangauswahlbereich. Da ist jetzt hier so ein E-Piano, das passt nicht so unbedingt dazu. Also jetzt für diese Einstellung. Gucken, Streicher. Okay, ich nehme mal die Synth-Strings, die doch etwas weicher klingen. So, und wenn die jetzt zu laut wären, in diesem Fall sind sie zu laut ein wenig, nehme ich einfach hier den Slider und kann mir die Lautstärke, wie ich das haben möchte, angleichen. Ja, zusammen. Ja, und das Akkordeon sollte natürlich im Vordergrund sein. Deswegen bei rechts 1, ich gehe jetzt hier mal auf die volle Lautstärke 127. Ja, da die Tastatur anschlagsdynamisch reagiert, kann ich auch leiser und lauter jetzt spielen, je nachdem. Okay, fehlt noch irgendwas? Vielleicht eine zweite, dritte Klangfarbe? Dazu kommen wir im Verlauf des Videos. Eventuell, man könnte jetzt hier noch für den Style ein Multipad dazu aufrufen.
Hier sind jetzt gerade ja, so verschiedene Becken und sowas eingestellt. Das lasse ich jetzt einfach mal so, wie es ist. Ja, es geht ja um MIDI-Files. Das heißt, wir müssen jetzt, nachdem diese Einstellung gemacht wurde, die Einstellung, diese neue Einstellung abspeichern. Vielleicht mit einem Einzähler, das klingt immer ganz gut. Das ist sozusagen dann der Startpunkt für alle weiteren Schritte des MIDI-Files, wenn wir das im Anschluss bearbeiten. Deswegen, ich speichere jetzt diese Einstellung mal ab. So. Das war einmal die Abspeicherung hier auf den Registrationsplatz Nummer 1. Die anderen 9 sind noch nicht belegt. Ja, und im File-Menü, im Registrationsbereich, kann ich jetzt diese Registration abspeichern. So, da ich hier schon was hatte, das Keyboard meldet sich natürlich, wenn unter dem gleichen Namen schon irgendwas abgespeichert wurde. Da ich dies aber beschreiben möchte, bestätige ich jetzt hier mal mit Yes. So. Und schon haben wir diese Einstellung fertig abgespeichert mit dem ausgesuchten Style, mit der Einleitung Nummer 1. Ja, mit dem Akkordeon, mit der linken Klangfarbe, also für die linke Hand, die ich aktuell ausgeschaltet habe und später auch dazu schalten könnte. Ja, würde ich sagen, auf zum MIDI-File. Zur MIDI-File-Erstellung. Man könnte jetzt hier über das Menü gehen oder viel schneller hier im linken Bereich neben den Slidern gibt es direkt den Rekord-Taster. Wenn man den drückt, kann man sich entscheiden. Entweder eine Audioaufnahme, wo man auch Sprache und Gesang aufnehmen kann. Wir möchten aber eine MIDI-Aufnahme machen. Eine sogenannte Quick Recording MIDI-Aufnahme und drücken hier oben links den Button und schon sind wir da in dem Menü und können jetzt munter drauf losspielen. Im Display steht hier, sobald man die Tasten oder irgendeine Taste drückt, wird das aufgenommen und die entsprechende Taktart, die Taktzahl wird auch entsprechend angezeigt. Ja, der Drive ist in einem Viervierteltakt und ja, ich habe mir überlegt, wir nehmen mal ganz einfache Akkordfolge C, F und G, zwischendurch eventuell mal A-Moll, mal schauen, was mir so einfällt. Und das Akkordeon kommt erst etwas später dazu. Wir machen jetzt erstmal sozusagen ein Backing, ein Hintergrund mit dem Style. Los geht's. Dann ist auch der Effekt entsprechend durch. Nicht, dass man
vielleicht noch den letzten Effekt, Ton, den Nachklang auch vom Schlagzeug, von den Becken, die bei vielen, vielen Styles sehr lange und sehr schön ausklingen, eben damit dieses natürliche Verhältnis der ganzen Klänge im Genus, aber auch in den anderen größeren Keyboard-Modellen von Yamaha, von anderen Firmen erhalten bleibt. Denn lieber noch eine, einen Takt oder zwei Takte das MIDI-File länger auslaufen lassen, immer auf Stopp drückt. So, das war jetzt Schritt Nummer 1. Im Prinzip ist das MIDI-File jetzt erstmal schon fertig. Wir können uns das anhören. Ja, natürlich hier schon zu spielen. Genau, und jederzeit natürlich stoppen. Damit wir dieses MIDI-File auch entsprechend bearbeiten können, muss ich dieses jetzt erstmal quasi als Vorversion, bis nachher das komplette File fertig ist, abspeichern. Das mache ich eben mal mit dem Save-Befehl. So, und das nenne ich mal Testversion. So, und das ist ja die 30. Folge. Und wir wollen ja mehrere Versionen erstellen. Da hat jeder so seine Eigenarten. Man kann 1 bis 10, 20, 30 vielleicht machen. Ich habe mir hier überlegt, Version 1, also V1 in diesem Fall, schreibe ich hier mal als Bezeichnung. So, dann ist das auch nicht so lang und man findet das sehr schnell wieder. Auf OK drücken und auch hier oben in der Anzeige wird das jetzt angezeigt. So, dann gehen wir da mal raus. Und um das jetzt noch zu verfeinern, diese erste Variante vom MIDI-File, kann ich das natürlich wieder aufrufen in dem sogenannten unteren Bereich. Multi-Recording vom MIDI-File. Da drücken wir mal drauf. Da ist jetzt noch kein Song angezeigt, aber hier über die Schaltfläche links oben, da steht New Song, da kann ich jetzt jedes x-beliebige MIDI-File, ein gekauftes MIDI-File, eins, was ihr selbst erstellt habt, wieder einladen und natürlich diese Variante, die ich eben schon mal aufgenommen habe mit dem Jive. Ja, und hier sind schon jede Menge Daten, ihr habt das gesehen gerade. Und ich habe extra einen Buchstaben gewählt, nämlich Test, der weiter hinten ist, dass man das ruckzuck wiederfinden kann. Natürlich könnt ihr auch mit Zeichen, Bindestrich, Plus oder so arbeiten, denn sind die entsprechenden Dateien, die Files, in diesem Fall das MIDI-File, weiter vorne angeordnet. So, und jetzt sehen wir hier oben statt New Song das entsprechende MIDI-File. Und ja, auch hier gibt es in dem unteren Bereich diese, wie man vom CD-MP3-Player kennt, diese Abspieltasten, Start, Stopp, Pause, Schnell, Vor und Zurück und so weiter. Aber das Schöne ist, dass man hier jetzt auch quasi mit Icons diese 16 Spuren sieht. Und ich starte einfach mal das MIDI-File, ruhig nochmal einen kleinen Moment, damit ihr seht, was jetzt hier so passiert. Okay. Ja,
Also wenn ihr ein MIDI-File selber aufnehmt und einen der Styles aus dem Genus oder ähnlichen Keyboards benutzt, die werden in den unteren Bereich quasi aufgenommen, die unteren bis zu 8 Spuren, sage ich mal. Und hier in dem oberen Bereich ist jetzt noch nichts zu sehen, außer bei Spur 1 bis 8 ist jetzt so ein Klavier-Icon. Und das besagt, diese Spur ist entweder mit einer Klavierspur, haben wir jetzt ja nicht gemacht, oder eben frei. Das heißt, hier kann jetzt was aufgenommen werden. Und das wollen wir mal machen. Jetzt kommt dieses Jazz-Cassotto-Akkordeon zum Einsatz. Und ich zeige euch, wie das geht. Das ist auch mit den jeweils anderen Spuren identisch. Ihr sucht euch eine freie, ich sage jetzt absichtlich eine freie Spur aus von diesen bis zu 16 Spuren. Und ja. Ich nehme jetzt hier mal Song Channel 1, also die erste Spur. Und hier ist jetzt schon vorgewählt rechts 1. Also das Akkordeon würde jetzt dieser Spur zugeordnet. Ihr könnt aber genauso gut auch hier irgendwas anderes voreinstellen. Es gibt hier drei Seiten, wo man beispielsweise auch mit den Multipads was machen kann. Oder die Bassspur nochmal ändern kann und. So, wir bleiben jetzt hier bei rechts 1. Und bestätigen das mit OK. Und jetzt ändert sich hier bei der Spur rechts 1 die Anzeige. Aus dieser gelblichen wird eine rötliche Anzeige. Und hier unten steht Rekord, die Abkürzung REC. Und das blinkt hier so freudig uns entgegen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo drauf drücke auf der Tastatur, wird dieses, was vorher schon eingespielt wurde, diese Testvariante Nummer 1 natürlich abgespielt, aber zeitgleich auch das, was ich denn spiele, neu aufgenommen. So, ganz am Anfang, ihr erinnert euch, war ja der Einzähler. Das heißt, wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann wupp, ist ja schon das Akkordeon zu hören. Das will man ja nicht unbedingt. Das soll etwas später hinzukommen, sage ich mal. Deswegen gibt es einen kleinen Trick. Mit diesem Slidern kann man ja die entsprechende Spur, in diesem Fall rechts 1, einfach leise stellen auf 0. Und ich drücke drauf, das MIDI-File und die Aufnahmefunktion beginnt. Und natürlich muss ich dann wieder hochdrehen, damit ich irgendwas spielen kann, was dann auch wieder aufgenommen wird. Wichtig ist, dass ihr das MIDI-File dann, auch wenn ihr nur ein bisschen aufnehmt, komplett durchlaufen lasst, damit eben die anderen Spuren nicht verloren gehen. Ja. Gut, wir probieren das mal, wie das so geht. Auf geht's. Spur Jazz Cassotto Akkordeon. Ich lasse jetzt den Style mal so ein bisschen durchlaufen und dann spiele ich irgendwas dazu.
So, jetzt wieder abwarten, bis der Hall durch ist. Ja, das war jetzt zu dem, was wir vorher aufgenommen haben, die erste mögliche weitere Spur für dieses MIDI-File. Ja, das hören wir uns einfach mal an. Nicht ganz bis zum Ende, aber so ein Stückchen. Gleich kommt das Akkordeon. Da ist es. Okay. Gut. Das, was jetzt hier angezeigt wird, beziehungsweise was der Genus intern verarbeitet, ist eine Vorabversion. Das bedeutet, angenommen, ich würde hier aus dem Menü rausgehen, das Keyboard ausschalten, ist dieses MIDI-File, das, was ich gerade gespielt habe, geht dann verloren und ist nicht abgespeichert. Deswegen, ich empfehle, immer mal wieder zwischendurch eine neue Abspeicherung zu machen. Und ja, wir haben ja eben V1 gehabt, das heißt jetzt logischerweise V2. Speichern wir das MIDI-File erneut ab. Dazu gehen wir hier oben wieder auf Save. Aus der 1 machen wir eine 2. Abspeichern, fertig. Gut, natürlich kann man jetzt auch mehrere, also die nachfolgenden Bedienschritte, die ich gleich noch zeige, für weitere Spuren auch am Stück jeweils einspielen. Vorteil dieser Zwischenabspeicherung ist aber, angenommen ihr verspielt euch, das demonstriere ich gleich auch mal, habt ihr immer die vorhergehende gelungene, so will ich es mal umschreiben, Version, also das, was ihr auch haben wolltet, dass das gepasst hat. So, wir haben ja noch ein paar Spuren frei. Ich suche mal wieder eine Klangfarbe aus. Dazu gehe ich jetzt hier rechts oberhalb dieses gelben Tasters auf den schwarzen Taster und kann dann irgendeine Klangfarbe aussuchen. Nehmen wir mal ein E-Piano. Gucken, Suitcase. DX-Dynamik. So, das nehmen wir mal. Und ich gehe jetzt hier mal auf Spur 2. Einfach wieder draufdrücken. Rechts 1 ist schon vorgewählt. Bestätige, wird hier das Icon E-Piano oder eben Klavier angezeigt. Und gleiche Prinzip wie eben, rechts 1 erstmal leise schalten, starten, die Aufnahme beginnt. Hier natürlich dann wieder lauter schalten. Und ich spiele jetzt gleich wieder dazu und mache absichtlich einen Fehler. Und diese Spur ändern wir natürlich später. Ja, ihr habt gehört, ich habe absichtlich natürlich falsch gespielt. Ich könnte jetzt hier irgendwelche wilden Sachen spielen.
Ja, das Midi-File ist durch. Und auf Stopp. Ja, das war natürlich gewollt, absolut Käse. Aber angenommen, ihr habt wirklich so eine Stelle, ihr habt ganz toll gespielt, aber ihr habt die entsprechende Zielzeit nicht getroffen. Beispielsweise mittig im Takt angefangen oder auf der Unzählzeit, wo ihr vielleicht auf einer geraden Zählzeit der 1, 2, 3 oder 4 hättet anfangen müssen. Das war jetzt nur ein von mehreren möglichen Beispielen, wie man sich verspielen kann. Und das speichere ich jetzt natürlich nicht ab. Wir hören mal kurz rein, das klingt ganz furchtbar. Und diese Stelle ändern wir natürlich gleich. Und nur die geänderte Version könnte man dann abspielen. Genau, wir müssen uns das natürlich jetzt nicht bis zum Ende antun. Aber ihr merkt, das passt natürlich nicht. Das kann man nirgendwo vorspielen oder abspielen. Das klingt einfach nicht gut. Deswegen machen wir diese ganze Geschichte nochmal. Das Instrument haben wir ja schon ausgesucht. Wir tippen erneut auf die gleiche Spur, in diesem Fall Spur 2. Rechts 1 soll auch bleiben. Wieder okay, die Spur ist wieder bereit. Hier stellen wir wieder runter und es geht wieder los. Diesmal sollte ich natürlich richtig spielen. Mal schauen, ob das klappt. Ja, also zwei kleine Akkordstellen waren doch drin. Aber gut, das lassen wir jetzt trotzdem mal so. Ihr habt natürlich immer noch die Möglichkeit, wenn ihr alle geplanten Spuren eingespielt habt, dass ihr sagt, okay, schöner Ton, das E-Piano möchte ich aber nicht haben. Ich schalte nachher einfach die Spur aus. Das geht auch natürlich. Und mit dieser ausgeschalteten Spur kann man das auch abspeichern und ja, dann ist das, erklingt es halt nicht. So, wir müssen natürlich wieder zwischenspeichern. So, und schon sind wir wieder bereit für das nächste Instrument. Ja, eine Gitarre vielleicht. Nehmen wir mal eine E-Gitarre.
aber die klingt auch nett. Die nehmen wir einfach mal. Die nennt sich hier Finger Blues, Finger Chorus. Und ist auf der E-Gitarrenseite Nummer 3. So, ihr kennt ja schon das Prozedere. Nächste Spur anwählen. Rechts 1 kann noch bleiben. Bestätigen. Lautstärke runtermachen. Und dann geht's wieder los. Lautstärke hoch. Und schon kann man aufnehmen. Ja, auch so ganz kleine Töne, die etwas quer waren. Mit einem PC beispielsweise und einem entsprechenden MIDI-Programm könnte man diese einzelnen Töne, aber auch natürlich Akkordgriffe, alles andere, dann auch wieder gerade rücken. Gut, auch diese Spur lassen wir einfach mal so stehen. Und ja, was Besonderes ist auch hier mit dem Genus möglich, dass ihr mehrere Klänge gleichzeitig aufnehmen könnt. Beispielsweise einen Bläsersatz, der auch hier für den Jive, denke ich mal, sehr gut geeignet ist. Und dazu müssen wir natürlich verschiedene Bläser aussuchen. Schauen wir mal. Nehmen wir mal ein Kornett. Mal gucken, wie das klingt. So, und rechts 3. Da brauchen wir auch noch was. Bläser. Ja, das klingt doch schon ganz gut. Man könnte jetzt auch noch die Oktavlagen ein wenig anpassen. Okay, das hätte ich jetzt vielleicht dann doch vorher machen sollen, da ich jetzt hier schon in dem Aufnahmebereich bin. Okay, dann lassen wir mal alles in der gleichen Tonlage. Also das wäre jetzt eine Möglichkeit bei Bläsern vorher. Also wenn ihr wisst, dass zum Beispiel verschiedene Bläser zum Einsatz kommen sollen, dann das vielleicht schon auf eine Registrationstaste zu legen, diese Einstellung, mit unterschiedlichen Tonlagen, damit das dann noch druckvoller klingt. So, und diese 3 Klangfarben möglichen für die rechte Hand, die kann man jetzt natürlich hier auch aufnehmen. Das Prinzip ist
das gleiche wie eben, aber das soll ja jetzt zeitgleich aufgenommen werden. Also fangen wir an mit rechts 1 auf Spur 4. So, rechts 2 soll auf 5. Und rechts 3 soll auf die Spur 6. So, ihr seht, drei Felder sind hier jetzt rot und im Aufnahmebereich. Und da wir den Einzähler wieder haben, ist natürlich wieder sinnvoll, die Klänge erstmal auszuschalten. Gut, dann legen wir mal los. Natürlich die Lautstärken wieder angleichen. Und schon haben die Bläser ihren Einsatz. Das fällt schon aus. Genau, und jetzt sind diese drei Bläserklangfarben natürlich auch zu hören. Angenommen, ihr hättet jetzt nur auf, also rechts 1 die Trompete, könntet ihr natürlich mit diesen drei Klangfarben spielen. Allerdings, diese beiden, ich schalte sie mal aus, rechts 2 und rechts 3 würden nicht aufgenommen werden. Deswegen einzeln nacheinander auswählen auf drei verschiedene Spuren, entsprechend einschalten und schon habt ihr alle drei Klangfarben mit dem, was ihr gespielt habt, die dann aufgenommen werden. Später in einem MIDI-File, wenn es dann fertig ist, werden diese Spuren natürlich auf unterschiedliche ja, es ist im Notenbild anders angezeigt. Das ist dann nicht ein kompletter Akkord, der da angezeigt wird, sondern pro Instrument die entsprechende Spurzahl und da werden die entsprechenden Töne für das jeweils ausgewählte Instrument angezeigt, am PC beispielsweise. Ja, wir hören mal rein. Da sind sie. Okay, stopp mal an der Stelle. Das E-Piano und die Gitarre, ihr habt es gehört, an so ein paar Stellen passte es nicht so ganz. Wie ich schon gezeigt habe, im Beispiel vom Spur 2 mit dem E-Piano, auch im Nachhinein, wenn jetzt die Bläser dazugekommen wären bei eurem MIDI-File, was ihr geplant habt, auch im Nachhinein kann man das jederzeit verändern. Und sogar angenommen,
bei den unteren bis zu 8 Spuren vom Style. Die Bassspur gefällt euch nicht. Ihr möchtet selber eine Bassmelodie einspielen. Auch das ist möglich, natürlich. Denn die entsprechende Spur auswählen, den Klang auswählen und entsprechend einspielen. Alles machbar. Ja, ein bisschen ist hier noch auf. Und wir haben ja noch nicht alle Spuren voll. Ich würde sagen, eine Drumspur könnten wir noch demonstrativ mal einspielen. So, ich nehme die mal wieder auf rechts 1. Dann nehme ich hier mal das Studio-Kit. Ups, da sollte ich den ausschalten. Damit ich dann hier auch die Bassdrum, die Snare-Drum und so weiter spielen kann. Okay, das probieren wir einfach mal, wie das dann im Zusammenhang gehen kann. So, das kommt jetzt auf Spur 7. Und da ist jetzt hier ein Multipad vorgewählt, aber wir wollen ja mit rechts 1 dieses Schlagzeug auf einspielen. Das heißt, hier müssen wir wieder ändern, auf rechts 1, OK drücken, die Tastatur, die Anzeige, nicht die Tastatur, ändert sich in Rot. Und ja, dann würde ich sagen, los geht's. Und wenn ihr ganz leise und leicht drückt, anschlagsdynamische Tastatur, ich habe es gesagt, dann kann man auch so direkt in das MIDI-File reingehen, ohne jetzt hier die Klangfarbe runterzudrehen. Oder ihr macht es einfach so und zieht den Regler für die entsprechende rechts 1, 2 oder 3 oder auch für den linken Bereich. Ja, jetzt bin ich schon drauf gekommen. Und natürlich geht's sofort los. So ähnlich könnte es klingen. Ja, und diese Variante ist nicht perfekt, ich gebe es zu, aber das sollte euch ja demonstrieren, wie ihr Stück für Stück, vielleicht auch in mehreren Schritten, die einzelnen Spuren aufnehmen könnt, korrigieren könnt, austauschen könnt und so weiter und so fort. Diese Variante speichern wir jetzt einfach mal ab. So, nach der 3 kommt die 4 und schon hätten wir dieses dann abgespeichert. Und können uns das wieder anhören natürlich. Die Drums sind jetzt ein bisschen laut. Auch das kann man im Nachhinein auch am Genius noch regeln. Das sage ich aber dann mal in einer weiteren Folge. Genau, und so weiter.
Ja, und jetzt ist es möglich, ich gehe hier mal aus dem Menü raus. Zwei mal drücken, dann ist man wieder auf der Hauptseite. Dass ihr dieses MIDI-File abspielen könnt. Das ist jetzt hier gerade auf dem File Player B. Und dazu noch ein anderes Instrument euch vielleicht aussuchen könnt. Das mache ich mal. Dazu gehe ich mal in den Legacy-Ordner. Genau, und nehme mal das unter Woodwind, das sogenannte Rock-Saxophon. Achso, wir nehmen ja nicht auf. Ups. Genau, das heißt, die Klangfarbe kann jetzt schon direkt hörbar sein. Und zu diesem MIDI-File könnt ihr jetzt natürlich dazu spielen. Ich demonstriere das eben mal. Die Akkorde werden jetzt hier angezeigt. Oder möglicherweise auch, ihr wechselt in die Notenanzeige und könnt dann verfolgen und entsprechendes dazu spielen. Das mache ich einfach. Könnte es denn klingen. Ja, und angenommen, euer MIDI-File, was ihr selbst erstellt habt, ist perfekt, gelungen. Meint jetzt gerade nicht ganz, ich gebe es zu. Und auch der Klang, mit dem ihr am Ende dazu spielen wollt, passt auch wunderbar, eventuell mit Akkordgriffen. Na, hier habe ich die jetzt gerade ausgestellt. Selbst das wäre möglich. Einfach eine Abspeicherung machen. Und da ist es noch wichtig, dass ihr auch das MIDI-File natürlich hier das Häkchen setzt. Genau, weil sonst wird es ja nicht mit abgespeichert. Ich nehme hier mal diese Taste als Speicherung. Ja, genau, ich habe zwischendurch von der Notenanzeige, die ich jetzt hier mal auf die Assemble-Taste, Nummer ist falsch, mit dem Buchstaben F vorab gespeichert habe. Dann habe ich wieder auf die Hauptseite umgeschaltet, damit ihr sehen könnt, hier neben der Anzeige von dem Style werden natürlich die entsprechenden Akkorde angezeigt, so als würdet ihr ganz normal spielen mit dem Style und der Akkordfunktion. Ja, was ich noch ganz toll finde, und die Sache wollte ich euch gern noch als Tipp mitgeben in der heutigen Folge, wenn ihr hier in den Songbereich umschaltet, seht ihr hier wieder die Bezeichnung Test F30 und Variante Nummer 4, die wir haben. Jetzt könnt ihr natürlich, bevor dieses eigentliche MIDI-File kommt, beispielsweise mit Akkorden, hier so eine Einleitung spielen.
So, und angenommen, jetzt sollte das MIDI-File erklingen, drückt ihr unterhalb dieses runden Knopfes hier auf diese ja, leicht eckig schraffierte dieses ja, Symbol, sage ich mal. Und jetzt, ihr seht, hier blinkt das freudig vor euch hin. Wenn ihr jetzt irgendeine Taste drückt, startet das MIDI-File quasi automatisch und ihr könnt wie eben auch dazu spielen. Und so weiter und so fort. Ein tolles Feature. Natürlich könnte man dieses jetzt auch abspeichern. Das zeige ich mal. Dann darf man natürlich vorher nicht spielen, klar. Diese Taste hier, diesen Button, sage ich mal, in der Anzeige drücken. Dann nehmen wir ruhig hier nochmal die Abspeicherung. So, wenn ich jetzt hier irgendwas drücke, völlig egal. Geht es wieder los mit dem MIDI-File. Also ihr seht, da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, mit einem MIDI-File zu arbeiten, wie man das MIDI-File starten kann. Ein MIDI-File lässt sich beispielsweise auch über ein Fußpedal starten, habe ich jetzt hier aktuell gerade nicht angeschlossen. Nutze ich aber live natürlich sehr häufig, um einfach die Hände frei zu haben, bestimmte Akkorde, Melodien zu spielen und als Unterstützung selbstproduzierte MIDI-Files oder eben auch Audio-Files, andere Files abzuspielen. Ein Fußpedal. Noch ein weiterer Tipp von mir. Das ist eine feine Sache und auch mit diesem, ich gehe hier nochmal drauf, zack, dann geht das wieder los. Einfach ganz wunderbar und es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, mit einem MIDI-File zu arbeiten. Ja, ich denke, eine ganze Menge Informationen für die heutige Folge und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbasteln, beim Erstellen eines ersten, zweiten, dritten, ganz vielen eigenen MIDI-Files. Ich hoffe, euch hat diese Folge auch wieder Spaß gemacht. Wenn ja, lasst gerne ein Like oder auch ein Abonnement da. Ich würde mich riesig freuen und bereite die nächste Folge vor. Ein paar interessante Dinge gibt es noch zum Bereich MIDI-File. Lasst euch da überraschen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, euch alles Gute. Euer Mr. Key. Bye bye, sagt er. Und tschüss.